Ja, haben wir. Na, das ist doch geil. So, so stelle ich mir das vor. Das sieht doch super aus. Mit noch ein bisschen Park. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anno 2205, mein Let's Play dazu. Ich bin der Ed von TheGaming.tv und ja, beim letzten Mal hatten wir uns ja ein neues Gebiet geholt. Da gehen wir auch gleich drauf. Ich will nur hier schnell das, also bei unserem ersten Startgebiet sozusagen, das Problem lösen mit dem Bahnhof, weil wir haben hier gerade Bahnhofsmangel, also Versorgung. Und dann würde ich gerne hier das Bauprojekt noch eventuell, also dieses Energieprojekt noch schnell machen, damit auf wir nämlich... Auf deiner Firmenseite steht das von schnellen Lösungen. Kann ich mich drauf verlassen? So, dich bauen wir mal kurz um. Ich brauche mal kurz Platz. Das machen wir dann richtig. Damit wir nämlich dann auch das Problem angehen können mit... damit wir auch auf der neuen Insel dann genug Strom haben. Weil ich will jetzt nicht unbedingt wieder einen Reaktor oder sowas bauen auf dem Mond. Das kostet nämlich unheimlich viel Kohle. Und das ist ja im Moment nicht so sehr gegeben. Weil wir ja etwas Geldmangel haben. Aber das wird sich dann auch mit der Zeit wieder beheben. Davon gehe ich aus. So, indem wir jetzt hier mal kurz ein bisschen umdekorieren und umstylen. Hoffe ich, dass ich da mal einen Bahnhof reinkriege. Wobei die Energie auf jeden Fall nicht reichen wird. Das heißt, wir machen uns jetzt mal auf jeden Fall mal zum Sektorenprojekt hin. So ganz nebenbei. Schiffchen, wo bist du? Roger. So, gib mal Gas. Ich drück mal... Ne, ich lass laufen. Normal laufen. Gucken wir mal kurz auf die Versorgung. Die sieht super aus. Versorgung ist super momentan. Richtig schön. Richtig gut. Aber diese Ecke hier, die gefällt mir halt noch gar nicht. Ja, das hier sieht... Ja, es ist ein bisschen heavy. Wo muss ich denn hin? Ne, dahin muss ich, ne? Festigen, Sensor und Kommandoschiff und... super. Genau hier wollte ich hin. Gib Gas, komm. Hol dir das ab. So. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Wir hatten ja das Problem mit der Energy. Und ja, entweder baue ich jetzt hier natürlich noch ein Kraftwerk oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Vorübergehend zumindest. Gucken wir mal. Während mich das Firmenhauptquartier auch schon anblinkt. braucht das keinen Strom? Wäre mal richtig geil. Aber ich denke mal, es wird schon Strom brauchen. Ne? Guckt euch mal, das ist Riesengebiet. Denkt nichts an, das ist... Passt hier nicht rein. Es ist unglaublich. Ich muss es dann so setzen. Das heißt aber, ich muss... Oh, es ist ja widerlich, ey. Das ist so scheiße. Wieso bist du hier... Ach, der hat keine Verbindung. Ach so. Okay. Während unser... Das ist doch alles doof hier. Komm, dich reißen wir jetzt mal komplett weg und pflanzen dich noch mit hier drüben hin. Denn da passt du natürlich dann nicht hin. Oh, was ist das denn? Okay, cool. Hier wäre ja noch eventuell was. So, das Ganze drehen wir mal um und mal gucken, was wir hier hinkriegen. Eventuell kriegen wir ja noch was hin. So, du dahin, dann können wir dich da noch nutzen. Da können wir dich leider nicht nutzen, aber dich können wir so reinbauen. Jetzt hat der nur 3. Könnte aber 4. Wie machen? Ja, wir machen es folgendermaßen. Wir nehmen mal kurzfristig diese Straße hier weg. Damit wir... Ja, ja. Okay, cool. Komm. Wenn ich da noch irgendwie hin quetschen können. Nicht so elegant und schön, wie ich es mir gewünscht habe, aber okay. Während unsere Wasserversorgung da gerade etwas streikt. Das ist natürlich auch geil. Muss ich doch glatt ein Häuschen wegreißen.
Was ich sehr schade finde, und es reicht immer noch nicht, dass ich das da hinkriege. Tut mir leid, aber es geht gerade nicht anders. Versorgung geht vor. So. Du passt natürlich jetzt wieder nicht rein, aber eventuell passen ja noch zwei, drei kleine Häuschen hier mit rein. Wenigstens zwei, drei kriegen wir hier rein. So, und du, weil du so schön gewartet hast, kommst du oben auch noch ran. So, das haben wir gelöst. So, jetzt gucken wir mal, was wollen wir machen mit dem Ding. Sensordrohne, folgen Sie den Drohnensignalen. Das wird ja hier wohl nicht sein. Volle Kraft voraus. Beziehungsweise mal gucken, wo er uns hinführt. Ja, da kommst du nicht runter. Koordinaten bestätigt. Ich das hasse. Los, komm. Drohne. Volle Kraft voraus. Ich weiß, dass du in die andere Richtung zeigst, aber... muss ich mal gucken, wie ich hier vorbeikomme. Wahrscheinlich nur von der Seite. Selbst da komme ich nicht richtig hin. Wir wollen aber, dass ich da runterkomme, oder was? Wie soll ich das machen? Entschuldigt. Aber das mit der Drohne ist immer so nervig. Immer diese Verfolgung. Das mag ich ja überhaupt nicht. Das mag ich überhaupt nicht, diese Aufgabe. Bestätigt. Während ich hier eigentlich dran arbeiten wollte, meinen Bahnhof hier zu sammeln, zu machen. Aber das machen wir, wenn die nächste Aufgabe vom Sektorenprojekt ist. Also ich verspreche euch, wir gehen auf jeden Fall heute noch in die in das neue Gebiet und fangen an zu bauen. Komme, was da wolle. Und wenn der Part halt länger wird, scheißegal. Das muss sein. Volle Kraft voraus. Dann komm. Hier ist nix. Wahrscheinlich da irgendwie. Volle Kraft voraus. Schätze ich mal. Das zeigt ja dahin, aber ja, mal gucken. Wir sind halt Staudämme, da kommen wir so nicht hin. Ja, mal gucken, was er sagt. Komm, gib mal Gas. Bisschen schneller, Dicker. Bisschen schneller. Ja, was gibt's sonst zu erzählen, während wir hier warten, bis ich das Teil hier finde? Ja, ich habe jetzt neuerdings einen neuen Kanalbanner. Habt ihr, also bei YouTube, habt ihr ja vielleicht schon gesehen, dass ich das Design geändert habe. Ja, und dann habe ich jetzt seit gestern Abend, also während ich den Part hier aufnehme, seit gestern Abend einen neuen Kanal-Trailer. Ich finde, sehr gut gelungen. Also ich hoffe, ihr findet den auch toll. Sind unterwegs. Ja, das ist halt ein bisschen neu auf YouTube. Natürlich wird es jetzt auch dementsprechend einen anderen, verstanden. Anderes Intro geben. So wie eine andere Endcard, die habe ich auch so ein bisschen angepasst. Sind unterwegs. Bisschen neuer Style für 2016. Guck mal, der zeigt da hin. Aber wie wollen wir da hinkommen? Verstanden. Der will, dass wir da hinfahren, aber da kommen wir doch gar nicht hin. Oder etwa doch? Ich warte. Mal gucken, was das für ein Scheiß ist hier. Ja, jetzt hängt er da fest. Ach, hier ist was. Die Dinger habe ich gar nicht gesehen, oder was? Ach, guck an. Na, sieh mal einer, guck. An den Staudämmen ist das. Ja, das ist ja mal interessant. Koordinaten bestätigt. Ob hier noch mehr ist? Ja. Ah, okay. Ja, darauf muss erstmal einer kommen. Waren wir da doch richtig? Glaube ich doch zumindest. Also wieder zurück. Sind unterwegs. Gucken, was die machen. Obwohl, der zeigt ja in die andere Richtung. Könnten wir ja eigentlich zu dem Staudamm fahren. Ach komm, wir fahren erstmal zu dem Bestätigt. Staudamm. Bestätigt. Ist, glaube ich, näher. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, hier hinten, ne? Bei... Hier hinten können sie aufsteigen. Das haben wir das hier mal im Griff. So. Sind unterwegs. Ach, Quatsch. Doch nicht das Schiff dahin schicken, Mann. Was für ein Blödsinn. So. Ich wollte doch den Bahnhof bauen. In der Hoffnung, dass die Energie reicht. Wobei ich schon fast wieder befürchte, dass es nicht reicht. Guckt euch das mal an, wie viel Platz der wegnimmt. Das ist der Burner.
Das ist der Burner, sage ich euch. Das hier gefällt mir auch noch nicht. Ich meine, in der Stadt mitten, also in der futuristischen Stadt mitten, solche Plantagen. Oh, auf dem Mond sehe ich gerade, gibt es auch schon wieder Problemchen. Das reicht immer noch nicht. Ey, Leute, ihr macht mich fertig. Was jetzt? Ihr macht mich nicht fertig. Mit der Doc-Crew nicht mal was zu tun? So, jetzt aber. Jetzt aber. Komm. Immer noch nicht. Das gibt's nicht. Dieses Scheißfeld hier, das regt mich jetzt aber auf, ne? Und wenn ich das jetzt einfach erstmal hier hinpflanze, scheißegal. So, jetzt aber ist da genug Platz. Kann ja gar nicht anders sein, als dass hier jetzt nicht genug Platz wäre. So, zack. So, jetzt aber, komm. Wie sieht's aus? Bitte nicht so viel Strom ziehen. Transfer. Ich wusste es. Fehlende Waren. Ich wusste es. 250. Ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Ja, mal gucken, ob wir hier nicht eine Fabrik haben, die sehr viel Strom zieht. Wie sieht's denn mit dir aus? Ja, da braucht ordentlich was. Warnung. Energiemangel. Ja, ich weiß, dass Energiemangel besteht, Kumpel. Mach dir keine Sorgen. Wir haben es gleich wieder im Griff. Ich muss nur das jetzt hier mal kurz regeln. So, du ziehst ja auch viel Strom, ne? Du kriegst auch. Alles klar. 1, 4. Reicht doch wieder. Gut, erledigt. So, sind wir wieder im Plus. Nebenbei läuft ganz... Wo ist denn mein Schiff jetzt? Ah, okay. Na, hat er die Dinger. Verstanden. Gucken, ob hier noch was ist. Bingo. Okay, jetzt haben wir 3 von 9. Alles klar. Ob denn bei dem Staudamm da auch was ist? Bestätigt. Mal schauen. Na gut, fahr da mal hin. Werden wir ja gleich sehen. So. Jetzt haben wir zumindest das Problem mit dem Dingsbums geregelt. Wie sieht's hier aus? Können wir uns leisten, etwas aufzusteigen? Das Neuroimplantat sieht auch noch ganz akzeptabel aus. Ja, ich denke mal schon. Wir können uns leisten, mal hier aufzusteigen. Zumindest ein bisschen. Zumindest mal ein bisschen. Hier aus. Konnichiwa. Sieht ganz akzeptabel aus. 313.311. Wasserbauplatz haben wir auch noch. Okay. Und hier hinten? Gut, dann kriegst du noch ein paar neue Einwohner. Gucken wir mal, was wir hier so reißen können. Zack. Zack. Ja, okay. Ja, noch ein paar Einzeldinger. Muss ja auch sein. Und wie ihr seht, so langsam können wir diese Produktionsdinger hier mal so ein bisschen verschwinden lassen. Und das ist auch mehr als angebracht. Damit wir hier den Platz auch noch nutzen können. So, wie sieht's hier aus? Und immer höher, immer weiter, immer weiter. Immer höher und immer weiter. So. Sieht das doch gut aus. Bevölkerung steigt und du hast hier was gefunden. Immer drehen. Ja, so ist vielleicht besser. Roger. Gucken wir mal, ob er hier was findet. Scheiß Drohne. Theoretisch muss er ja was finden. Bingo. Dort auch. Und jetzt noch eins. Und dann können wir endlich mal weitermachen mit dem nächsten Teil.
Na komm. Drohne, 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 zeig mir was, zeig mir was. Verstanden. Bingo. Ich verstehe. Der zielgerichtete Typ. Gut, erledigt. Treten Sie ein. Also, sind Sie an einem Auftrag interessiert? Ja, bauen Sie und halten Sicherheitsteilung im Weilburgbecken. Kein Problem. Das läuft ganz nebenbei, das ist okay. Ich denke, wir können dann mal schon mal rübergehen aufs nächste Inselchen. Läuft ja nebenbei. Beziehungsweise eventuell noch mal einen Strom bauen, einen Fusionsreaktor und dann gehen wir rüber. Schön, dass Sie hier weitere Kolonien gründen. Ja. Das sind sichere Zwischenstationen für unsere Konvois. Ja, ja. Außerdem können Sie mit uns handeln, wenn wir hier sind. Alles klar. Ist in Ordnung. Während er lädt. Einfach mal einen Moment Stille. Du willst nochmal die Details? Aktualisierst du überhaupt deine Cloud? Du gehst mir auf den Puffer, Mädel. So, was haben wir hier? Hier ist unser... Was haben wir denn hier? Das sind unsere Fusionsreaktoren. An den Ort unserer Zusammenarbeit zurückzukehren. Ja, Fusionsreaktor. Wir bauen Module ran und zwar... War nun so eine Idee. Zack. Wir brauchen mehr Strom. Und das kostet ordentlich. Magnetit. Aber so haben wir wieder ein bisschen Strom. Ja, haben wir wieder gut Strom. Die Bilanz geht natürlich wieder runter, das ist klar. Routenübersicht. Wo bist du denn? So, und du kriegst jetzt ordentlich Strom. Erstmal richtig gut Strom. Obwohl, so viel brauchen wir da nicht mehr. Bestätigen. Den Rest. Verarbeite Informationen. Geht dann hier hin. Erstmal. Momentan haben wir Strom im Überfluss. Und wenn wir da die 3000 mit dem Sektorenprojekt geknackt haben im Weilburgbecken, dann werden wir dort auch die Stromroute anders nutzen. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt gehen wir definitiv hier an Land und bauen unser neues Gebiet. Ich mach das mal. Auf geht's. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. Oh, geil. Ne? Das sieht geil aus. Hammer. So, Kameramodi. Oh, die Karte hat gerade eine Macke weg. Schönen Screenshot machen. So. Während die Karte gerade einen weg hat. Na gut, was haben wir denn hier? So, Versorgung mit Mobilität. Babem. So. Können wir hier gleich anfangen mit den Großen? Eigentlich müssten wir... Ja, können wir. Okay, fangen wir gleich mal an. Mit den Großkram. Was brauchen sie? Die wollen ja immer ein Stadion haben, ne? Scheiße, die haben ja gar keine Baubots. Wir müssen Baubots rüberschicken. Stimmt ja. Verdammt. Aber gut. Neue Transferroute. Gemäßigt. Baubots. Da haben wir so viel. 90. Zielsektor. Na, so viel wollen wir auch nicht. Bestätigen. Jo, Lieferung erfolgt. Sehr gut. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Wie sieht's aus mit den Superlegierungen? Superlegierungen. Da haben wir plus 13. Da können wir ja auch schon mal ein bisschen was rüber schicken. Ein bisschen zumindest. Ne? Nicht 13 oder so. Was werden die auch brauchen? Verarbeite Informationen. Sehr gut, auf geht's. Ich denke mal, jetzt kriegen wir hier auch ein bisschen was. Sehr gut, jetzt können wir anfangen hier zu basteln. Baubots, Polymere. Haben wir hier auch 20. Nur wartet mal. Oder hier hin?
kleine Stadtzentrum. Was? Wieso haben wir denn jetzt schon wieder einen Strommangel? Willst du mich verkackeiern? Achso, wir haben ja noch gar keine, natürlich. Strom. Und da. Abbrechen. Das müssen wir mal anders machen. Wo bist du? Wo bist du? Nee, da. Strom. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. So, was ist das? Verarbeite Informationen. Was ist das? Was ist das? Wo ist es denn? So, das ist es doch, ne? Mehr Strom. Ne? So. Bestätigen. Objektprofil wird neue aktualisiert. Transferroute. Strom von da. Oh, das gibt's doch nicht. Ich muss doch wirklich erst das Ding ausbauen. Was ist denn das für ein Scheiß? Warnung. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Das ist doch mal scheiße. Warnung. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja, ja, bleib locker. Wir arbeiten doch schon dran. So. Egal, wir bauen es trotzdem erstmal. Scheißegal. Und zwar wollen die ja auch immer eine Info haben. Jetzt habe ich nicht genug Polymer. Ich werde wahnsinnig. Das läuft ja schon wieder gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Während wir hier warten, müsst ihr wieder was bekommen. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Ja, ist mir klar. Okay, cool, wir arbeiten dran. Wir machen ja schon. Noch 8,5 Minuten. Ey. Ein Chaos und ich wollte doch da so schön bauen. Ah, das wusste ich jetzt nicht, dass wir das extra alles noch so machen müssen, damit das funktioniert. Aber jetzt bin ich schlau. Definitiv, jetzt bin ich schlauer. Jetzt bin ich definitiv schlauer. Nee, ich will hier hin. Ich bleibe hier. Mal gucken, wann das Ding fertig ist. Ja, wir stellen nicht genug Energie zur Verfügung. Ihre Produktion läuft nicht länger reibungslos. Ja, alles schön und gut. Tolle Sache. Müsste es ja eigentlich mal. Guten Tag. Die Arbeit an einem Projekt hat begonnen, das den Weg für Generationen weist. Sind Sie der Lage gewachsen? Nein. Und werden unser Partner? Nein. Jetzt nicht. Ich habe gerade andere Sorgen. Ich brauche das Ding. Hast du es gemacht? Sehr gut. Machen wir gleich richtig. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich hier Energie überschiffen kann. Transferroute. Von da nach da. Es ist notwendig. Ey. Ich muss den echt auf Stufe 3 bringen. Das ist ja unglaublich. Was ist denn das für ein Mist, ey? Das ist schon wieder. Sowas regt mich auch. Wenn du hier nicht vorankommst, weil dir die Sachen fehlen. Unglaublich. Was ist das für Problem? Fusionsenergiezellen. Oh. Fusionsenergiezellen. Kann ich da... Wartet mal. Vielleicht kann ich ja was kaufen. Hey, sieh mal, wer da ist. Nee. Was ist das hier? Iridium. Nix-Deals sind einfach unschlagbar. Ja, ja, wir kaufen erstmal. Oh, das ist ja doof. Na gut, machen wir es anders.
bauen wir erstmal das so hin und dann kümmern wir uns im nächsten Part drum, dass das läuft. Egal, wir setzen erstmal unser... Na komm, wo bist du denn? Info. Ich will erstmal meinen Block jetzt hier bauen. Wir wollen ja dann auch immer wollen die dann auch Sicherheit haben. Passt nicht ganz. Muss ich mal gucken. Und die wollen ja dann auch Züge haben. Na, dann bauen wir hier so einen schicken Block. Dann haben die auch das. Finden die auch eine schicke Straße rumherum. Das wird ein richtig großer Komplex jetzt. Und dann wollen die ja auch noch Sicherheit haben, wie ich die Säcke kenne. So, nur mal gucken. Ah, das sieht noch nicht so gut aus. Na, mal gucken. Ja, zack. Gucken wir, ob wir das hier irgendwie gescheit nutzen können. So. Ja, zu wenig Arbeitskraft, das ist mir auch absolut klar. Hier gibt es noch ein Parken. Und dann kommen hier... Ja, super. Passt doch gut rein. Jemand hat Arbeiter gerufen? Ja, haben wir. Na, das ist doch geil. So, so stelle ich mir das vor. Das sieht doch super aus. Mit noch ein bisschen Park. Exklusive Wohngegend. Das ist doch schon mal gut. Ja, die haben natürlich nichts zu essen. Das ist logisch. Die haben natürlich nichts zu futtern. Das ist logisch. Wie sieht's hier aus? Nein, aber hier geht doch was, ne? So. Schade, dass der da nicht ganz hinpasst. Ja, da ist dann erstmal Schluss. Genauso wollte ich das haben eigentlich. So, zack. Und du sollst dann so reinführen. Wenn du das dann so machst und so. Dann sieht das doch dann geil aus. Gar nicht mal schlecht, die können auch gleich aufsteigen. Was ich echt Hammer finde. Alle Systeme online. Hoffentlich geht es bald los. So. Nette Wohnungen. Da freue ich mich auf den Feierabend. Gut. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Ja, ja. Wir kümmern uns gleich drum. Hier fehlt es natürlich jetzt momentan an allen. Kein Strom, kein Wasser, kein nix. Dafür müssen wir nämlich wieder auf dem Mond Fusionsteile bauen, was mir gar nicht gefällt. Vitamindrinks und. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Aber erstmal gucken wir, ob eventuell hier das Ding jetzt fertig ist. So. Schauen wir mal. Während ich keinen Magnetit habe. Gucken, ob wir mit dem Projekt noch vorankommen. 3 Minuten noch. Der Wahnsinn. Ich sehe gerade, hier hinten ist ja auch noch ein bisschen Platz, eventuell. Ah, da passt noch ein Häuschen hin. Cool. Also kommt da auch noch was hin. Ich weiß, dass du keine Straßenanbindung hast. So. Auch die lassen wir gleich noch mal ein bisschen aufsteigen. Und jetzt fehlt es denen wieder an Sicherheit. Leute, ihr habt doch echt eine Meise. Aber hier ist noch alles super im Plus und das freut mich.
Während die noch eine Sicherheit haben wollen, dann sollen sie es kriegen. So, was brauchst du, was brauchst du? Noch eine Sicherheit. Dann müsste das Problem eigentlich gelöst sein. Gut. So, noch mal kurz zurück. Ich will mal was checken. Und zwar brauchten die ja Fusionszellen, wenn ich mich richtig erinnere, die aber im Moment nicht transportiert werden. Oder? Mal gucken. Was ist das hier? Oder? Und wie war nach Ikuma-Gletscher? Plus 5 Fusionszellen. Okay. Müssten wir eigentlich eine neue Route machen. Nochmal eine neue Transferroute. Arktis. Du bist nicht mehr im Plan. Bleib doch locker. Aber so. Verarbeite Informationen. Dann kriegen die das, dann können wir da nämlich aufsteigen. Und hier gucken wir jetzt nochmal wegen den Projektsektoren. Müssten wir eigentlich jetzt vorankommen. 14 Sekunden noch. Na los. Sie verstehen offensichtlich, sehr gut, dass Zeit gleich Geld ist. Schauen wir nochmal, was uns beim nächsten Mal erwartet. Ich habe einen Auftrag, falls Sie Interesse haben. Ah, wieder was zerstören. Okay, kein Problem. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ich konnte euch heute wieder unterhalten. Denkt bitte an den Daumen hoch, Daumen runter, an Comments natürlich immer. Und über ein Abo würde ich mich sowieso besonders freuen. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Macht's gut. Ich bin erstmal raus. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye.